Sie sind hier, 29. November 2018, Update um 23.51 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten Update. Das Finalrückspiel der Copa Libertadores findet im Estadio Santiago Bernabéu statt. Auch ein Termin steht fest. River Plate wird für die Kavale hart bestraft. Der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL hat Madrid zum Austragungsort des nach den skandalösen Vorkommnissen verschobenen Finalrückspiels um die Copa Libertadores bestimmt und den argentinischen Traditionsklub River Plate hart bestraft. Wie der Verband am Donnerstagabend mitteilte, wird die Begegnung zwischen River Plate und dem Erzrivalen Boca Juniors am 9. Dezember 20.30 Metz in der spanischen Hauptstadt im Estadio Santiago Bernabéu ausgetragen. Boca-Spieler bei Krawallen verletzt. Das Rückspiel zwischen den Clubs aus Buenos Aires in Spiel 2:2 hätte am vergangenen Samstag stattfinden sollen. Auf dem Weg ins Stadion wurde der Boca-Mannschaftsbus aber angegriffen und unter anderem mit Steinen beworfen. Mehrere Profis wurden verletzt, Mittelfeldspieler Pablo Pérez erlitt eine Augenverletzung. Der für Sonntag geplante Ersatztermin wurde ebenfalls abgesagt. Strafe für River Plate: Wegen der Vorkommnisse muss River Plate zudem 2 Geisterspiele austragen und umgerechnet rund 350.000 Euro Geldstrafe bezahlen. Allerdings wies der Verband auch eine Beschwerde von Boca ab. Der Club hatte den Sieg am grünen Tisch gefordert. Damit finden in dieser Saison 2 prestigeträchtige Finalspiele in Madrid statt. Das Endspiel der Champions League wird im Juni 2019 in der spanischen Hauptstadt im Wanda Metropolitano, der Heimstätte von Atlético Madrid, ausgetragen. Das Copa-Duell findet im Stadion von Real Madrid statt. Von Sportinformationsdienst.